21. November 1990. Das Super Nintendo Entertainment System wird in Japan unter dem Namen Super Famicom, kurz für Super Family Computer, veröffentlicht. Die Gaming-Welt hat gespannt auf diesen Tag gewartet und nun war es endlich soweit. Nintendo hat die Schwelle zu 16-Bit überschritten. Genau zwei Spiele gab es in Japan direkt zum Launch. Super Mario World, was als neuester Ableger von Nintendos größter Franchise quasi Pflicht zum Start war. Und nur noch ein weiteres Spiel, das vor allem die grafischen Fähigkeiten des SNES präsentieren sollte. F-Zero. Nicht nur bot F-Zero actiongeladene und flüssige Rennen in einer farbenfrohen Welt mit einem fantastischen Stereo-Soundtrack, sondern es war auch ein erstes sehr gutes Beispiel für die groß beworbenen Mode 7-Fähigkeiten des Super Nintendo. Bei Mode 7 handelt es sich um ein spezielles mathematisches Verfahren, welches der Konsole erlaubte, eine Hintergrundebene beliebig zu drehen, dehnen und skalieren. Man kann Mode 7 also ganz grob als eine Art Pseudo-3D bezeichnen. In F-Zero dreht und verformt sich also die gesamte Welt um dich herum, um dir ein Gefühl von dreidimensionalem Raum zu geben, während du mit deinem Hovercar im Jahr 2560 um die Kurven ballerst. Das Fun-Racing-Genre war maßgeblich geprägt. Trotz alledem gibt's aber einen fetten Minuspunkt. F-Zero ist ein reines Singleplayer-Game. Ein neues Rennspiel musste also her, mit Zweispieler-Modi, welches das Geschwindigkeitsgefühl von F-Zero rüberbringt und genauso den Mode 7 zur Schau stellt. Diese Aufgabe fiel in die Hände von Tadashi Sugiyama und Hideki Konno. Konno hatte die Idee, das Spiel im Mario-Universum stattfinden zu lassen, womit er sich letzten Endes auch durchgesetzt hat. Und wenn man an Nintendo und Super Mario denkt, fällt einem sofort ein für die Videospielewelt sehr wichtiger Name ein. Shigeru Miyamoto. Obwohl Miyamoto als Producer von Super Mario Kart aufgeführt wird und als Mastermind hinter allem rund um Super Mario gilt, sagte er in einem Entwicklerinterview für den Super Mario Kart Spieleberater, dass er bei der Entwicklung weniger mitgewirkt hat, als dass er dabei zugesehen hat. Er gibt sämtliche Props an Sugiyama und Konno ab. Richtiger Ehrenmann! Am 27. August 1992 war es dann soweit. Die Erstveröffentlichung von Super Mario Kart in Japan stand an. Dank eines Prozessor-Hilfschips der DSP-1-Serie hat Mario Kart noch deutlich mehr Wumms für Einsätze des Mode 7 und schafft es, in verschiedenen Spielmodi zwei Spieler gleichzeitig ohne auffallende Frame-Drops fahren zu lassen. Dieser Erfolg wurde mit fast 9 Millionen Verkäufen belohnt. Und wenn wir eines aus der Medienwelt gelernt haben, dann, dass es selten einen großen Erfolg gibt, ohne dass jemand versucht, ein bisschen was vom Kuchen abzubekommen. Gut zwei Jahre dauerte es nach dem ersten Release von Super Mario Kart, bis Wacky Wheels einen auf den ersten Blick fast zum Verwechseln ähnlichen Titel auf den PC gebracht hat. Statt Charakteren aus einer bestimmten Franchise oder einer zusammengehörigen fiktiven Welt, fahren hier gewöhnliche Tiere. Auch Ubisofts Street Racer, welches nur ein Jahr danach erschien, bediente sich keiner bekannten Riege an Spielfiguren, sondern erschuf sein ganz eigenes Set an Charakteren, die während des Rennens nach links oder rechts die Gegner schlagen konnten. Die grafische Anlehnung an Super Mario Kart ist jedoch unabstreitbar. Der Sega Mega Drive bekam neben dem Super Nintendo ebenfalls eine Version von Street Racer. Jedoch fehlt hier spürbar der Mode 7. Dadurch war es im Gegensatz zur SNES-Fassung sehr schwer, den Streckenverlauf vorherzusehen und gibt ein geringeres Gefühl von Geschwindigkeit und Kontrolle. Der spätere Release für Sonys PlayStation hat hier sogar die Möglichkeit geschaffen, mit Hilfe von zwei Multitaps mit 8 Spielern gleichzeitig im Splitscreen zu spielen. Nicht mal eine ganze Woche nach Street Racer wurde dann ein Mario Kart-Klon veröffentlicht, der sich innerhalb eines zusammengehörigen Kosmos bewegt. Nicktoons Racing. SpongeBob Schwammkopf, die Rugrats, Ren und Stimpy, CatDog. Die Charakterwahl war der reinste Traum. Das Gameplay? Mittelmäßig, wenn überhaupt. Nicktoons Racing hat als erster großer Kart-Racer im Mario Kart-Stil den Schritt zu vollem 3D gewagt, bietet ansonsten aber außer der Charaktere nichts Neues oder Einzigartiges. Von ungefähr diesem Zeitpunkt an hat gefühlt jede erfolgreiche Franchise, aus welchem Medienzweig auch immer, sein eigenes Kart-Racing-Game auf Grundlage vom Mario Kart-Spielprinzip rausgebracht. Mega Man Battle and Chase, Bomberman Fantasy Race, Chocobo Racing, Woody Woodpecker Racing,
South Park Rally, Sonic Riders, Shrek Smash and Crash Racing, Pac-Man World Rally, Moorhuhn Kart. Die Liste ist gefühlt unendlich. Sogar aus der 60er Cartoon-Serie Wacky Races, Autorennen Total, wurde ein Kart-Racing-Videospiel gemacht. Super Mario Kart hat einen so mächtigen Grundstein gelegt, dass bis heute noch erfolgreiche Spiele erscheinen, die als Mario Kart-Klone verstanden werden können. Aber was genau braucht so ein Rennspiel, um als Mario Kart-Klon durchzugehen? Dass Need for Speed Underground nicht unbedingt bei Mario Kart abgeguckt hat, ist klar. Aber welche Elemente in einem, sagen wir, Crash Team Racing, das 2019 sogar ein Remake erhält, lassen bei uns die rote Mario Kart-Klonlampe aufleuchten? Ist es die offensichtliche Entfernung von der Realität? Mit Gefährten jeglicher kompakter Bauweisen durch Strecken zu fahren, die das Gefühl eines Themen- oder Freizeitparks vermitteln? Sind es die Power-Ups, die man sammeln und gegen seine Kontrahenten einsetzen kann? Da wäre dann zum Beispiel Blur aus dem Jahr 2010. Die Macher verwenden zwar ein vergleichbares Power-Up-System, Autos und Strecken sind aber ihren realen Vorbildern nachempfunden. Ist das noch ein Mario Kart-Klon? Ich denke, es gibt keine 100%ig gültige Formel, die den Idealstandard Mario Kart-Klon ausmacht. Sei es durch ähnliche optische Elemente, durch Nutzung des gleichen Power-Up-Systems oder durch Verpackung einer Franchise in einen Kart-Racer. Irgendwo dazwischen liegt ein nahezu garantiertes Rezept für Erfolg. Nicht ohne Grund sind so viele Videospiele nach dem Vorbild von Super Mario Kart und seinen Nachfolgern erschienen. Wer es geschafft hat, dieses Rezept im richtigen Maße zu verfeinern, konnte sich aus der Masse abheben. Andere haben das Spielprinzip zu sehr oder zu wenig verändert und damit den erhofften Spielspaß rausgenommen. Mit all seinen Hoch- und Tiefpunkten ist das Spielprinzip des Fun-Kart-Racers inzwischen schon beinahe in der DNS der Videospielenden verankert und wird wohl auch vorerst nicht wieder aus den Spiele-Release-Listen verschwinden. Und dann ist es auch egal, ob Mario Kart-Klon oder nicht. Solange man Spaß daran hat, und in der Regel hat man das, ist das völlig in Ordnung. Welche Mario Kart-Klone hast du gerne gespielt? Welche fandst du richtig furchtbar? Schreib mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann quatschen wir ein bisschen drüber.